Die mega erfolgreichen Fußballexperten sind wieder zurück zum 28. Spieltag. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Viel Spaß mit den XBET-Tipps. Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Custodian. Ja, da ist er. Ja, und jetzt kann man schauen, ob irgendjemand, der letzte Woche eingeschalten hat, das bestätigt, dass wir Fußballexperten sind. Letzte Woche war nicht erfolgreich. Nee. Scheiße. Ja, vor allem, ich habe mich weit aus dem Fenster gelegt und wie es dann so ist, natürlich zu Recht aufs Maul gefallen. Danke Gladbach und danke Augsburg dafür. Immerhin haben die Schalker gewonnen, so ist es halbwegs verkraftbar, aber es ist natürlich extrem bitter. Vor allem ein vielleicht berechtigter Kritikpunkt, dass unsere öffentlichen Tipps immer schlecht sind und die geheimen Tipps gut sind. Mei, wie gesagt, wir geben hier ein paar Bundesliga-Tipps ab. Damit machen wir eigentlich nicht unser Geld. Das machen wir mit anderen. Mit der NBA in deinem Fall oder mit der NHL in meinem Fall. Diese Tipps sind alle transparent und nachvollziehbar erfolgreich. Genauso wie das neue Projekt Underpicker übrigens auch. Sogar auf Bloggerbet haben wir 300 Picks. Aktuell 67 Einheiten im Plus beim Yield von 6%. Also das ist nicht schlecht. Und heute Nacht gab es auch wieder Gewinn in meiner neuen Lieblingsliga, der zweiten japanischen. Also das sind ein paar exotische Wetttipps dabei, langfristig angelegt. Nichts für Leute, die dem schnellen Rubel hinterherrennen. Aber alle Infos dazu auf unserer Website XBET-Tipps. Wer dabei sein will, kann sich da anmelden. Aber jetzt erstmal wieder zur Bundesliga, denn da haben wir immerhin einen Ruf zu retten und dafür den 28. Spieltag vor der Brust. Und da geht's dann los. Unter anderem haben wir das Spiel der Bayern gegen Dortmund, aber los geht's mit Freitag mit Mainz gegen Freiburg. Ganz genau. Und jetzt bin ich richtig nervös, weil es fängt schon mal sehr, sehr gut an. Das ist ja ein Spiel, was die Quoten schon hergeben oder sagen, dass es relativ in alle Richtungen gehen kann. Tabellennachbarn sind es auch noch. Mainz mit 30 Punkten, jetzt auch 10 Punkte schon Vorsprung auf den Nicht-Abstiegsplatz. Freiburg kann jetzt, finde ich, mit einem Sieg oder zumindest, wenn sie Mainz weiterhin hinter sich lassen, sehr, sehr viel klar machen im Nicht-Abstiegskampf, also um da nicht dabei zu sein. Und von daher glaube ich, dass Freiburg tatsächlich hier einen Punkt holen kann. Ich glaube, dass es ein relativ torloses Spiel wird. Quoten wirst du wahrscheinlich gleich herleiten. Ich glaube, auf ein 1:1 in diesem Spiel. Ja, bin ich absolut bei dir. Das muss unentschieden ausgehen, weil die Mainzer nach 4 Niederlagen in Folge bestimmt nicht mit dem Sieg glänzen können und die Freiburger mit 2 Unentschieden in Folge natürlich auch das 3. Unentschieden in Folge machen wollen. Die Quoten gibt es hier leider nur für diese 3-Wege-Wette und nicht für Over-Under oder sonstigen Schnickschnack. Und ich denke, Mai, sonst denke ich wenig zu diesem Spiel, außer dass es durchaus Value auf Seite der Freiburger geben könnte. Asian Handicap mit 0 auf Freiburg würde mir hier auch noch gefallen. Oder ja, Mai, wenn du 1-1 tippst, dann ist das natürlich auch jetzt vielleicht kein allzu ferner Tipp. Aber bei X ist natürlich auch das Risiko größer. Ich halte hier mal die Tendenz Richtung Freiburg fest, weil du auch gemeint hast, dass die Freiburger hier was holen können. Kann denn Leipzig in Leverkusen was holen? Bestimmt. Die Leverkusen haben letzte Woche 4:1 verloren in Bremen und Hoffenheim. Aber auch zu Hause gegen Bremen verloren. Also da merkt man schon, Bosch kann ja nur entweder Siegesserien oder Verlustserien, dass wir jetzt schon mitten im Negativtrend angekommen sind. Und deswegen denke ich, die Leipziger
sind hier im Vorteil, haben jetzt auch im DFB-Pokal durch sehr viel Glück das Spiel gegen Augsburg gewonnen, aber in der Bundesliga einen Statement-Sieg gegen Hertha gesetzt in der Woche zuvor. Und schaut euch mal diese Auswärtsspiele der Leipziger an. Die springen halt in letzter Zeit so hoch, wie sie müssen. Und gegen Leverkusen werden sie vielleicht ein bisschen höher springen müssen, weil die zu Hause dann doch vielleicht ein bisschen offensiver zu Werke gehen. Aber Leipzig ist, hat die beste Auswärtsdefensive und hat die drittbeste Punktausbeute auswärts. Deswegen wird es auch in Leverkusen mit mindestens einem Punkt klappen. Und das sehe ich genauso. Also ich favorisiere die Leipziger und die Quote gibt es auch her. Ich glaube, da kann man ein gutes Asian Handicap 0 auf Leipzig machen, weil für mich ist es entweder unentschieden oder Sieg Leipzig. Leverkusen traue ich das nicht zu, weil dafür geht es auch bei Leipzig um zu viel. Und sie haben jetzt eigentlich alles bisher gewonnen, auch gerade auswärts, was man so gewinnen kann. Und die Frankfurter sitzen im Nacken. Nach vorn geht für Leipzig sowieso nichts mehr. Für die geht es hier darum, die Champions League Quali einzutüten. Und von daher zweimal Asian Handicap 0, auch wenn wir die Quoten hier nicht hatten. Beide Auswärtsmannschaften hier mit einer Dreierquote. Also man kann auch vielleicht sogar direkt Siege mit viel Risiko anspielen, wobei ich bei Freiburg da vorsichtiger wäre, aber Leipzig, ja, mit Asian Handicap 0 auf jeden Fall eine Option. Dann weiter im Text mit Stuttgart-Nürnberg zur Tabelle. Da glaube ich daran, dass es nur eine Eintagsfliege vom Club gewesen ist, der Sieg gegen Augsburg, jetzt geht es weiter nach Stuttgart. Ich meine, wenn sie dieses Spiel gewinnen, dann sind sie wieder dran am VfB. Wenn Stuttgart allerdings das gewinnt, dann sind sie doch schon sehr, sehr weit weg von einem der beiden direkten Abstiegsplätze. Klassisches 6-Punkte-Spiel. Gewinnt Stuttgart, dann sind sie mit, jetzt hast du die Tabelle geswitcht, dann sind sie mit 7 Punkten weg, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Verliert Stuttgart oder spielt unentschieden, bleibt es bei 4, beziehungsweise ist nur noch ein Punkt. Von daher glaube ich, dass die alles dafür tun werden. Nürnberg jetzt aber mal mit etwas breiteren Schultern, war ein überzeugender Sieg gegen Augsburg, aber ich glaube wirklich, dass das eher aufgrund der Schusseligkeit und Dusseligkeit von Augsburg gewesen ist. Das wird echt interessant, überhaupt dieser Spieltag schon sehr richtungsweisend für die restliche Saison. Bayern spielt ja gegen Dortmund im Spitzenspiel und Nürnberg gegen Stuttgart im Abstiegskrimi. Die letzten Ergebnisse zu Hause der Stuttgarter immerhin 1-1 gegen Hoffenheim und 5-1 gegen Hannover. Also ich denke auch, dass hier die Stuttgarter die stärkere Mannschaft sind, prinzipiell. Das dachte man ja aber immer schon in der Saison. Nürnberg hat auswärts noch keinen einzigen Sieg, hat 2 Unentschieden auswärts geholt und das ist auch schon sehr lange her. Von daher, wenn man da mit dem Trend geht, macht man wenig falsch, wenn man auf Stuttgart setzt. Allerdings bei einer Quote von 1,75 ist das auch ein Spiel, das absolut nach Unentschieden riecht. Und wenn mich einer jetzt hier drauf festnageln würde, würde ich hier auf Stuttgart wetten. Aber da ist die 1,75er-Quote natürlich irgendwie zu niedrig. Also auch hier eher das Value bei Nürnberg. Aber einfach nur ein Spiel, das man in der Situation vielleicht einfach nur anschauen sollte, ohne drauf zu setzen. Ähnlich vielleicht bei Hertha Düsseldorf. Ja, Düsseldorf echt beschissen. Letzte Woche gegen Gladbach gewonnen. Das tut uns mehr weh als der Fortuna. Die hat es gefreut. Der nächste wirklich Überraschungssieg. Da war es ja nach 20 oder 25 Minuten war unser Tipp eigentlich schon komplett für den Arsch. 3-0 für Düsseldorf. Hertha hat auf den Sack bekommen in Leipzig. Von daher glaube ich, dass beide erstmal defensiv anfangen. Düsseldorf glaube ich nicht, dass die jetzt gleich versuchen zu stürmen, sondern die wissen, okay, Hertha muss kommen. Vielleicht geht dann was. Mein Lieblingstipp in dem Fall ist tatsächlich eine unentschieden Halbzeitwette. Feri sei gegrüßt. Und da fühle ich mich wohl mit. Also unentschieden generell, vielleicht, aber auf jeden Fall zur Halbzeit. Und das hast du ja schon ein, zwei Mal gemacht. Bei Hertha-Spielen vielleicht erinnerst du dich ja auch daran. Und jedes Mal hat Hertha zur Halbzeit geführt. Denn ausgerechnet die Hertha, wo man denken würde, ja, unentschieden Halbzeit passt voll. Gerade die sind ja eigentlich die erste Halbzeitkönige. Ich weiß jetzt nicht die Halbzeittabelle, aber wäre vielleicht mal interessant. Ich vermute, Hertha ist da gar nicht so schlecht. Von daher kann ich da diesen Tipp
auf X zur Halbzeit nicht unterstützen und in dem Fall wird er dann wahrscheinlich auch einlaufen. Ansonsten riecht es auch natürlich nach Unentschieden, dieses Spiel. Wenn ich keine Idee habe, wer hier dieses Spiel gewinnen kann, dann ja, enthalte ich mich oder setze auf Unentschieden. Aber Unentschieden zu setzen hier als Empfehlung ist mir natürlich jetzt auch zu kritisch. Von daher einfach eine weitere No-Bet. Und wie immer, wenn ihr bessere Ideen habt, was in dem Fall ja nicht schwer ist, dann einfach unten in die Kommentare damit. Die Schalker haben gewonnen. Immerhin, das hat letzte Woche bei mir geklappt. Und zu Hause gegen Frankfurt, da kommt natürlich jetzt ein ganz dickes Brett zu bohren. Ja, und die Frankfurter, die sind doch jetzt richtig geil auf die Champions-League-Plätze, oder? Da kannst du mir erzählen, was du willst. Die haben auch schon wieder den nächsten überzeugenden Sieg abgerissen und Schalke, kleiner Aufwärtstrend, macht die Mannschaft aber nicht viel besser. Ich meine, sie haben jetzt knapp verloren gegen Leipzig, haben knapp gewonnen gegen Hannover. Von daher sehe ich maximal einen Unentschieden drin für Stevens und Biskins und vermute, aber also würde er tatsächlich Asian Handicap auf 0 auf Frankfurt setzen. Weil ähnlich wie Leipzig in Leverkusen sehe ich hier maximal ein Unentschieden möglich für die Heimmannschaft. Mein Lieblingstipp ist daher die Frankfurter. Und wir haben im Vorfeld ein bisschen drüber geredet, über Außenseiter im Eishockey und im Sport im Allgemeinen. Und das ist so ein Ding. Die Frankfurter, die sind so gut wie noch nie in ihrer Vereinsgeschichte zum Zeitpunkt des 27. Spieltags. Und die gewinnen oder die verlieren einfach nicht. Die gewinnen jetzt ein paar Mal in Folge. Und irgendwie traue ich ihnen einfach Woche von Woche nicht über den Weg. Und die Schalker, denke ich, die werden wieder Gas geben. Von daher, ja, können die hier zumindest einen Punkt holen oder zu Hause lassen gegen die Frankfurter. Aber gewinnen ist natürlich eine andere Sache mit 2,9. Boah. Ja. Asian Handicap plus 0,25 auf Schalke. Weil ich einfach nicht glaube, dass Frankfurt auch hier gewinnt. Aber gut, du glaubst es schon. Von daher müssen wir hier einen Mittelweg finden. Fallen viele Tore in dem Spiel? Nee. Eher nee. Unter 2,5 oder über 2,5? Ja. Nee, unter 2,5. Was will der? Die wollen wieder Beton anrühren, Eurofighter, die Null muss stehen. Ich glaube, das ist eins der wenigen Sachen, die du mit dem Kader auch wirklich gut umsetzen kannst. Mhm. Und für die 1,9er-Quote, why not? Da setzen wir auf die Stevensche Regel, die Null muss stehen. Hey, glaubst du, dass Hannover den nächsten auf den Sack bekommt? In Wolfsburg? Definitiv. Also nicht jetzt, weil es Hannover ist und die grundsätzlich auf den Sack bekommen, sondern weil Wolfsburg nach der Last-Minute-Pleite gegen Dortmund jetzt wieder zu Hause spielt und einen Gegner vor der Brust hat, den sie schlagen müssen. Die Quote von 1,33 trotzdem sehr, sehr realistisch niedrig vielleicht gegen den Tabellenletzten. Und Hannover, habe ich gelesen, ist zum 100. Mal in der Vereinsgeschichte oder überhaupt in der Bundesliga-Geschichte Tabellenletzter und damit an 100 Spieltagen Tabellenletzter gewesen, so viel wie noch keine andere Bundesliga-Mannschaft zuvor. Also immerhin das. Und ob sie das 101. Mal Letzter bleiben wollen, ich glaube, da haben sie nicht so viel mitzureden, weil mehr als ein Unentschieden wird auch im Niedersachsen-Derby vielleicht nicht drin sein. Jetzt wollen die auch noch Held rausschmeißen, vielleicht haben sie es schon getan, also da brennt's. Und ob dann überhaupt Hannover nächstes Jahr noch Profifußball leisten kann, wenn der Kind auch noch draußen ist, aber das ist Zukunftsmusik. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gewinnen, aber eine Wette auf Wolfsburg ist natürlich auch unrealistisch. Ja, no bet in diesem Spiel, weil die Quote nicht viel hergibt, ein Handicap-Sieg auf Wolfsburg, da müsste man auch schon minus 1,5 Tore oder so machen, das lohnt sich nicht in dem Spiel. Ja, trauriges Hannover, schade für den Club. Bayern Dortmund, jetzt kommt es ans Eingemachte und da können wir uns nicht mit einem No-Bet rausreden, da müssen wir liefern, gerade in diesem Spitzenspiel. Und welche Ideen hast du denn hier auf Anhieb? Dortmund, Fünferquote.
Ja, eine Ohrfeige eigentlich, ein Schlag ins Gesicht für jeden Dortmund-Fan, diese Quote. Jeder Dortmund-Fan wird diese Quote natürlich mit Handkuss mitnehmen. Und Bayern-Fans werden auch sagen, oh, eine 1,5er-Quote auf Bayern in der aktuellen Situation ist mir irgendwie zu niedrig. Und von daher liegt das Value hier ganz klar beim Tabellenführer, oder? Hat jemals ein Bundesliga-Tabellenführer eine so beschissene Quote gehabt? Also ich würde jetzt nicht auf Dortmund-Sieg tippen, aber Dortmund plus 1, da würde ich doch meine Big Bet an diesem Spieltag vielleicht auch drauf setzen. Und meine Big Bets sind ja in letzter Zeit wirklich alle geplatzt. Von daher, ja. Bayern-Fans, ja, dann also die Hoffnung. Ich sag dir, wie es ist. Ich überlege ja tatsächlich hier sogar Dortmund Asian Handicap minus 1 zu machen, weil ich glaube daran. Ich glaube, dass für Dortmund geht es um alles. Die Bayern-Spieler, ich weiß nicht, ob die so als Team dann doch funktionieren, dass sie jetzt sagen, boah, jetzt lass uns die Dortmunder wegschießen. So ein bisschen von diesem früheren Hass-Feeling kriege ich nicht mehr so viel mit, wo man schon Wochen vorher auf diese Spiele hingefiebert hat und dann gesagt hat, wir knallen die jetzt weg, und auch offensive Kommentare in den Interviews. Fehlt mir alles ein bisschen zur Vergangenheit. Und Dortmund, die wissen, sie haben jetzt wirklich mega Dusel gehabt, dass Bayern gepatzt hat in Freiburg, dadurch wieder Erster. Und denen ist auch klar, die können sich nicht darauf verlassen, dass Bayern noch den einen oder anderen Ausrutscher hat. Von daher glaube ich schon, dass Favre die so motiviert, wie ich gerade motiviert bin, auf Dortmund zu gehen. Und scheiße, eine Fünferquote. Hallo? Ja, musst du in deiner Situation gerade wirklich machen. Sehe ich sogar ein. Dortmund minus 1 finde ich allerdings unseriös, weil die spielen in München und kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die Bayern das Spiel mit 2 Toren Unterschied zu Hause verlieren gegen Dortmund, weil die ja in letzter Zeit auch nicht überragend waren oder auch nur mit Wasser gekocht haben. Und ja, schau dir mal die Bayern zu Hause an hier. 6-0 Mainz, 6-0 Wolfsburg. Also wenn sie den dritten Satz auch noch 6-0 gewinnen, dann Respekt, aber sie haben ja schon letztes Jahr gegen Dortmund mal 6 gemacht. Und ja, also Dortmund, hoher Sieg, halte ich für ausgeschlossen. Dass Bayern hier hoch gewinnt, ebenso. Also ich denke, Bayern gewinnt mit 2-1. Dass hier dann mehr als 2,5 Tore fallen, dafür gibt es halt keine Quote. Dann ist schon fast eher besser, man setzt darauf, dass weniger als 2,5 Tore fallen, aber da kommen wir jetzt auch in Schmarrn rein. Im Endeffekt, die Quote von 2,04 auf Dortmund plus 1 ist absolut Zucker. Egal wie das Spiel ausgeht, der Tabellenführer mit einer Zweierquote, dass er mit einem Tor Unterschied verliert, dass dann das Geld zurückkommt. Ja, in welcher Welt leben denn die Buchmacher? Wir sehen es am Samstag, 18.30 Uhr. Ja, Augsburg gegen Hoffenheim. Die Augsburger... Ja, willst du anfangen? Sorry. Nö, ich wollte nur gerade sagen, die Augsburger haben ja, wenn man dachte, die haben die Krise überwunden, gerade wieder daneben gelangt. Das stimmt. Und jetzt glaube ich trotzdem, dass das hier ein Unentschieden ist. Weil Hoffenheim wirklich gegen viele der schwächeren Mannschaften oder der Mannschaften in der zweiten Tabellenhälfte viele Punkte liegen gelassen hat. Jetzt haben sie gegen Leverkusen gewonnen, die sind aber in der oberen, und dann wäre es eigentlich so klassisch, wenn man nach den letzten Wochen und Monaten geht, ein Unentschieden hier. Augsburg, glaube ich nicht, dass, wenn es lange unentschieden steht, dass die dann noch auf Sieg spielen werden, und von daher ein X. Ich glaube, hier ist es entscheidend, wie die Quote aussieht, denn grundsätzlich würde ich auf Hoffenheim gehen, aber bei einer Quote von 1,9 ist mir das auch irgendwie ein bisschen zu lächerlich, und von daher Asian Handicap auf die Augsburger zu Hause, dass sie das Spiel nicht verlieren mit einer Quote von 2, durchaus nicht uninteressant, wenn auch nicht unbedingt die beste Wette an diesem Spieltag, denn die hatten wir ja schon bei Dortmund. Und dann zum Abschied dieses 28. Spieltags haben wir noch Gladbach gegen Bremen. Insider-Informationen.
besagen, dass Gladbach gewinnt. Jetzt ist aber auch noch Dieter Hecking nicht mehr Trainer, zumindest ab der neuen Saison. Also das kam für mich dann doch recht überraschend, nachdem sie, glaube ich, nach dieser starken Hinrunde noch den Vertrag verlängert haben. Im Fußball ist ja doch alles relativ schnelllebig. Freut sich der Dieter wahrscheinlich um eine ordentliche höhere Provision und die gehen im Guten auseinander. Das ist ja auch ganz nett. Und Bremen, die haben jetzt Leverkusen abgefieselt, danach auch nochmal durch einen überragenden Kruse daheim nachgelegt gegen tatsächlich schwache Mainzer. Von daher, Kohfeldt hat, glaube ich, gesagt, sie werden jetzt nicht mehr Luft holen, es gibt keine Pausen mehr, sondern sie wollen versuchen, jetzt noch irgendwie Europa klar zu machen. Von daher kann man jetzt auch wieder in alle Richtungen tippen. Ursprüngliche Idee war Gladbach, mittlerweile bin ich aber dann doch wieder für X oder Bremen. Kann denn Gladbach jetzt mal wieder gescheit spielen oder geht es jetzt immer so weiter? Ja, das ist die Frage. Normal müssen sie ja mal wieder gewinnen. Also ich würde auch drauf gehen, dass hier eher Gladbach gewinnt als Bremen. Es könnte natürlich auch unentschieden ausgehen, aber ähnlich wie mit Frankfurt traue ich den Bremern nicht zu, dass sie einfach dann auch nach so einer Serie dann in so Spielen, die extrem wichtig für beide Mannschaften eigentlich sind, dann was reißen, weil die Gladbacher jetzt natürlich fast schon ums Überleben kämpfen müssen, weil sie jetzt hier auf Platz 5 durchgereicht worden sind. Die waren ja mal irgendwie auf Platz 2 und dann hat ja Stefan Effenberg sogar davon, halluziniert oder so Fieberträume gehabt, dass Gladbach vielleicht Meister werden könnte. Und dann ging ja gar nichts mehr und sind jetzt natürlich noch 5 Punkte vor Bremen, aber wenn die Bremer das gewinnen, haben wir hier das dritte 6-Punkte-Spiel an diesem Spieltag. Deswegen dürfen die Gladbacher hier nicht verlieren und ich glaube auch nicht, dass sie verlieren. Ich bin natürlich mit meiner Maxbet letzte Woche schon mit Gladbach aufs Maul gefallen, aber ich glaube, dass sie an diesem Spieltag das schaffen. Jetzt ist halt die Frage, du sagst, die Bremer schaffen es. Findest du die Quote von 2,0 auf Asian Handicap plus 2,5 interessanter als die auf Gladbach? Ich werde das Spiel in meinen 3 Top-Picks mit aufnehmen und sehr wahrscheinlich wird es ein Unentschieden sein. Ja. Gut, da können wir uns dann nicht auf eine Wette einigen. Und ich enthalte mich, deswegen muss ich hier auch gar nicht drauf wetten, aber vielleicht setze ich meine Progression auf Gladbach fort und verdoppel den Verlust vom letzten Mal auf Gladbach an diesem Wochenende. Und dann mache ich das so weiter, bis ich irgendwann 512 Einheiten auf irgendwen setzen muss. Na gut, jetzt komme ich mal zu meinen 3 Tipps und es war für mich eine sehr, sehr leichte Entscheidung. Denn ich finde keine wirklich gute Wette im 1,8 bis 2,2 Quotenbereich. Deshalb gehe ich auf die dicke Bertha-Quoten. Und das fängt an mit Bremen gegen Gladbach. Ein X für eine Quote von 3,6. Das gleiche X sehe ich beim Spiel Augsburg gegen Hoffenheim. Dafür gibt es sogar die Quote von 4,0. Und wie schon eben angekündigt, glaube ich wirklich, dass Dortmund heute am Samstag einen ganz, ganz großen Schritt in Richtung Meisterschaft macht. Ich hoffe drauf und die Quote von 5,25 würde mir diesen Samstag noch versüßen. Das Coolste an diesen Tipps ist, bis Samstag 18 Uhr habe ich definitiv noch keine Einheit verloren. Das ist wirklich cool. Ich habe mich wir tippen ja oft gerne auf Augsburg und Dortmund beide und deswegen habe ich auch bei diesen Spielen 2 Wetten. Ich denke, Augsburg verliert zu Hause nicht gegen Hoffenheim, deswegen Asian Handicap plus 0. Die Wette ist bei einer Quote von 2,0 gewonnen, wenn die Augsburger gewinnen oder unentschieden spielen. Dann habe ich bei Hertha gegen Düsseldorf das Gefühl, dass beide Mannschaften es nicht zustande bringen, den Weg ins Tor zu finden. Deswegen beide Treffen nein, bei einer Quote von 1,95, ganz attraktiv. Und dann habe ich auf Dortmund Asian Handicap plus 1 und wie bei dir ist da eher der Wunsch Vater des Gedanken und ja, Hoffnung ist beim Sportwetten eigentlich immer scheiße überhaupt und von daher, werden die Bayern dieses Spiel wahrscheinlich gewinnen?
und wahrscheinlich auch sehr hoch gewinnen. Aber die Wetten muss man so nehmen, wie es ist, weil Dortmund nun mal Tabellenführer ist. Aber ich freue mich auf jeden Fall mega auf dieses Spiel. Ich mich auch. Und vielleicht jetzt noch zum Abschluss. Erstens, du sollst nicht hoffen im Sportwetten. Genau. Und zweitens, du sollst eigentlich auch nicht Sportwetten. Außer du hast Ahnung. Deshalb hoffen wir, dass diesmal unsere drei Tipps stimmen. Genau. Bis zum nächsten Mal, Freunde der Sonne. Tschö. Lasst einen Daumen da. Bis dann. Radic is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET.